sie bestochen hat. Unter anderem mit einer Uhr im Wert von 35.000 Euro. Das war ein kleines Dankeschön dafür, dass ich mich persönlich für das Projekt stark gemacht habe. Ich konnte doch nicht ahnen, dass er mich so aufs Glatteis führen würde. Was war in der Tatnacht? Rehlinger war schon am Packen. Der wollte sich einfach so aus dem Staub machen. Tja. Herr Rehlinger ermordet? Das ist ja eine Katastrophe. In 2 Monaten sollen die Bauarbeiten beginnen. Wobei sich die Mitarbeiter von Rehlinger gefragt haben, wie das gehen soll. Der Chef hat scheinbar nicht sehr eilig gehabt mit den Vorbereitungen. Das gibt's doch gar nicht. Herr Rehlinger hat mir gesagt, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Nicht erschrecken. Was willst du hier? Ich weiß nicht. Warum bist du denn hier? Wir hatten einen Termin. Also ich meine, ich hatte einen Termin mit einem möglichen neuen Mieter. Was willst du von mir? Herr Hornist, darf ich vorstellen, das ist der Herr Wölfli. Aber halt nur so. Was heißt nur so? Ja, nicht als Pensionsgäste, sondern nur als ordinäre Besucher. Also wieder schauen, Herr Wölfli. Jetzt schauen wir, was die Katze macht. Das ist Ihr Problem. Jedenfalls gehen im Urin ab sofort sämtliche Lichter an. Die Daylights der Studios, das Blitzlicht der Presse. Ich mach mit Ihnen die Nummer des Jahres. Hallo, hallo. Noch heute Nacht geht Ihr erstes Exklusivinterview in Druck. Schlagzeile: Das Schicksal kam zur Alustange. Finde ich gut. Wenn Sie sie erreichen wollen, die wohnt jetzt bei mir. Und wenn wir etwas sagen, das auf 2 Arten interpretiert werden kann und eins von beiden macht euch unglücklich, dann meinen wir das andere. Hey, Spezi. Spezi. Ja? Depp.